Mal gucken, ob es geht. Chris! Chris? Das war nicht Chris. Das war eine Puppe! Was ist das? Oh, super! Mist, das ist eine Falle! Es ist Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren, Miss Valentine. So, die erste Episode ist damit abgeschlossen. Naja, das ist gut. So, Episode 2, dann gucken wir mal rein. Ist der irgendwie schwindelig vom Kopf her? Okay, also Kreislauf. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir haben den Kontakt zu Chris und Jessica verloren. Ihr Signal ging verloren über dem Ozean. Die Queen Zenobia. Genau hier auf diesem Schiff. Keine Lebenszeichen, aber irgendetwas ist hier. Glaube eine Waffe. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Chris! Was ist das? Oh, super. Mist, das ist eine Falle. Es ist Zeit, dass sie die Wahrheit erfahren. Miss Valentine. Episode 2, doppeltes Mysterium. Okay. Also haben wir dann auch noch 10 Episoden zu spielen und dann ist das Spiel schon durch. Aber ich lasse mir Zeit. Also eilig habe ich das auch jetzt nicht unbedingt, das ist am Stück durchzuspielen. Langsamer, Chris. Wir sind fast da, Jessica. Das wird doch langsam Zeit. Meine Füße bringen mich um. Das Lager soll auf der anderen Seite dieses Gipfels liegen. Immer noch kein Kontakt zur Zentrale. Vielleicht liegt es am Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir hier so lange festsitzen? Oh Gott, es ist abgestürzt! In diesem Gebiet sollte es keine Transportrouten geben. Dann waren die Informationen über Veltro korrekt. Na los! Absturzstelle aufsuchen. Gut. Ja, ich glaube, jetzt sind wir als Chris oder so unterwegs. Ich weiß auch nicht, wer das ist jetzt. Sieh nach der Absturzstelle. Meld dich, wenn du was findest. Ich kann ja sein Gesicht nicht sehen, leider. Was auch immer das gewesen ist, ein Mensch war es nicht. Was haben die bloß transportiert? Ja, das wüsste ich auch mal gerne. Hallo? Ja. Oh Gott. Ich habe schwache Spuren eines Virus entdeckt. Ach, das ist Chris? Schwer zu sagen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass sie Terra Grigia überlebt haben. Nee. Wie hat das Spiel was? Weiß ich nicht. Es hat einfach
irgendwas Biometrisches, finde ich, an sich. Könnte von Feltrohr gewesen sein. Ich versuche es mal. Ja, abgestürzt. Aber warum? Ja, so kann ich das nehmen, alles klar. Wir sollten das Flugzeug gründlich durchsuchen. Mal sehen, was wir finden. Wir sollten das Flugzeug gründlich durchsuchen. Mal sehen, gut, was wir finden. Dann komme ich wohl hier nicht weiter. Ja, außen sieht es so aus. Also, ich will einfach nur mal hier gucken. Oh ja, hier ist ja noch was. Mal mir die Trümmerschäden hier anschauen. Nee. Ich muss irgendwie wohl dahin. Ich habe das Flugzeug durchsucht. Hier ist doch nichts mehr. Das kennen wir ja schon. Oder? Warte mal. Hier. Flugplan aufgenommen. Das Ladungsverzeichnis könnte uns dabei weiterhelfen. Mal sehen. Sie wollten zum Vaikoi-Mäki-Flughafen. Wenn wir dorthin wollen, müssen wir durch diese Mine. Yep, genau hier. Jessica, ich brauche Hilfe! Warte, ich bin gleich da. Durch die Mine. Diese Höhle ist zu kalt. Du solltest warme Unterwäsche tragen. Hey, hast du das gehört? Sie sind infiziert. Wolfe. Siehst du? Scheiße. Deswegen mag ich Chihuahuas. Gut, dass ich das gerade gesehen habe. Hat das Flugzeug die Dinger transportiert? Ja, sieht ganz so aus. Dann ist Veltro von den Toten auferstanden. Ja. Und wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Oh, ich weiß noch, Chris Redfield in Teil 5. Gott, das war noch... Ja. Braun gebrannte Haut. Heißt. So. Ja, das stimmt. Klar, Fitness ist auf. Noch ein Wolf. Komm her. Du bist eh infiziert. Ich weiß es. Stirb. Einfach. Ich habe genügend Leben, also ich habe es auf leicht gestellt. Das ist ein Klacks. Ich will wissen, ob da was liegt. Nee. Okay.
Okay, sieht nicht so aus. Dann müssen wir wohl runter. Ich denke, 2-3 Aufnahmen werde ich brauchen für das Spiel. Das ist echt nichts. Noch mehr Wölfe. Voll. Also kann ich Waffen wechseln? Alles klar. Waffe wechseln. Waffe, ey. So viele infizierte Wölfe. Die tun mir echt leid. Ich brauche Munition. Ja, genug. Oh ja, nehme ich auch mit. Noch eine Kräuter auf alle Fälle. Mal sehen, wen ich als nächstes hier spiele. Ich weiß, so viele tauchen viele Charaktere auf. Also, Jill war es? War was? Konzentrier dich. Sie war vorher deine Partnerin, oder? Ja, sie war meine Partnerin. Warum fragst du? Ach, naja, es war nur so eine Frage. Ja, das stimmt, dass sie meine Partnerin war. Jill Valentine war meine Partnerin. Nein, sie ist Jessica. Oh Mist. Chris, bist du okay? Nur mein Bein. Ich gehe erstmal nirgendwo hin. Zu viele. Halt durch, Chris. Mist, die Munition reicht nicht. Gibt's keine Köder mehr? Mein süßer Hintern ist unterwegs. Was? Bitte? Oh Gott, ey. Jetzt kann ich auch verstehen, warum das Spiel ab 18 ist. Ja, genau deswegen. Ja, oh Gott, das wäre gut. Danke. Da kann ich mal wieder aufstehen? Oh ja, danke. Das funktioniert ja nicht, wa? Hm. Ja. Kannst du stehen? Hm. Danke. Alles okay. Tut mir leid, wenn ich nerve, aber... Was ist denn? Vertraust du mir genauso wie Jill? Hör zu, ich vertraue euch beiden, okay? Ja, das stimmt allerdings. Außerdem
Man gewinnt Vertrauen durch Taten, nicht durch Worte. Das ist wieder typisch Chris. Es geht immer nur um den Job, nicht wahr? Komisch. So, dann melde ich weiter. Haben wir den Wolfwiderstand überstanden. Das ist ihr Versteck. Hier, Forkball. Hört ihr mich? Hier, Chris. Ich höre, Sir. Alles okay? Wo seid ihr? Durch die Störung hatten wir kein Signal. Wir sind beim Valkoinen Mocky Flughafen. Verdammt. Das war eine Falle. Wieso das? Aufgrund falscher Informationen habe ich Jill und Parker zum Mittelmeer geschickt. Jetzt habe ich keinen Kontakt mehr. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Was? Was ist da los? Chris, sieh dir das mal an. Unmöglich. O'Brien, schlechte Neuigkeiten. Wir sehen das Weltruhr-Wappen. Dann stimmt es also, dass sie wieder da sind. Wenn das wahr ist, dann... Dann war die Falle für Jill und Parker. Alles wahr. Ja, darauf würde ich meinen Arsch verwenden. O'Brien, wir werden Jill und Parker suchen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Ihr müsst sofort zum Mittelmeer. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hast du eine Ahnung, was hier los ist? Das finden wir später raus. Wir müssen los. Ja, das war Episode 2. Ich muss sagen, bisher vom Spiel sind die Episoden sehr, sehr kurz gehalten. Das ist klar. Und ich habe ein S geschafft. Dem Schiff. Verdammt! Der Bastard hat meine Waffen! Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Formieren wir uns neu. Ich möchte gerne mal den Raum durchsuchen. Ja, das finde ich ein bisschen sehr seltsam. So, hier ist eine Toilette. Weiter und das Bad. Bäh. Ekelhaft. Ja klar will ich das ablassen. Sehen. Ja, ein Gegenstand. Es war klar. Schraubenzieher. Ach, unbestimmt? Ja, mal mit. Ich war so klar. Ausweichen, wenn sie L oder L zusammen mit X. Ja, ja, okay. Ich denke mal,